Richtig. Oh, die Gatling. Nehmen wir die Gatling. Und jetzt müsste nur wieder runterkommen. Dadadu, hören Sie. Der ja. Mann, den Sie suchen, ist aufgetaucht. Er ist in Kontakt mit Rebellen unter der Führung des Weißen Tigers. Oh. Zu viel getan. Super, jetzt muss ich eine Mission mit so viel Live machen. Ach, ich bin so dumm manchmal. Ich wollte nur. Ja, okay, egal. Nehmen wir die Mission hier mal an und machen weiter. Auf jeden Fall scheint es so, als wäre der Weiße Tiger aufgetaucht. Treulosigkeit ist eine Seuche, die ausgemerzt werden muss. Bitte töten Sie diesen Verräter, Scorpio. Wie Sie es machen, überlasse ich Ihnen. Okay. Schauen wir mal, was wir so bekommen. Sturmgewehrmunition. Irgendwie zu erwarten. Was machst du da? Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Irgendwie ist nicht so toll aus. Würde dich kaputt machen, damit du erlöst wirst, oder? Willst du nächstes deine Tage da hängen bleiben? Hm. Gut. Fliegen wir zum Verräter. Ihr versucht mit einem Helikopter zu fliehen! Schnell, mein Freund! Fliegen Sie ihm nach! Mit einem Helikopter? Holen Sie ihn vom Himmel, bevor er entkommt! Gut, nehm mal einen. Oh, das war schlecht. So, vorsichtig. Dann nehmen wir einen Helikopter und verfolgen wir ihn. Oh, das ist ganz schön schnell. Schick dich. Er ist schon fast einen halben Kilometer weg. Oh, den dürften wir kriegen. Hab ich mal. Wir haben zwei Gatlings. Und keine Raketen. Nee, noch ein Stückchen. Unten gibt es das geile Auto, muss ich später wieder mitnehmen. Komm ich zu ihm hin jetzt schon? Ja, ich erreiche ihn. Alarm! Wir haben Feindkontakt! Was ist denn da? Alle verfügbaren Einheiten! Ja, noch 100 Meter, jetzt sollte ich ihn gut treffen können. Bäh. Zielen, näher. Ja, erledigt. Um. Er mit seinen Krankheiten. Oh, bekommen wir das Gerät. Danke. Einem anderen Hubschrauber. Nichts zu verzollen. Gruppenmission abgeschlossen. Ich kämpfe immer schon gegen einen anderen Hubschrauber. Stürzt sie gerade ab? Wer ist da? Oh. Die auch noch nicht. Normalerweise stürzt sie immer ab. Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, wir haben alle Missionen der Roaches gerade abgeschlossen. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder gleich zur Agenturmission zu gehen oder hier hinten weiterzumachen bei den jeweiligen Banden. Ich glaube, ehrlich gesagt, also hier sieht man ja, wie viel man noch braucht. Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir erst die Agenturmission machen, damit sich nämlich dieser Balken hier wieder aufladen kann, weil sonst bleibt er immer voll, bis wir sie machen. Und dann bringt es uns nichts, wenn wir die anderen Gruppenmissionen der Banden machen, weil sonst lädt sich der nicht auf. Deswegen Agenturmission. Aber ehrlich gesagt will ich da nicht mit dem Hubschrauber hinfliegen. Ich glaube, ich hole mal da hinten ein Flugzeug und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Na, wartet mal, ich hatte hier irgendwo mal ein ganz schnelles kleines Flugzeug gesehen. Aber ich glaube, ich nehme lieber eine Passagiermaschine. Rein. Bis ich da hinten bin, ist die Zeit auch schon wieder rum. Gut. Ah, ich glaube, da war noch irgendwas, was ich kaputt machen wollte. Ah, ich sehe schon eine Statue. Statue kaputt machen ist immer gut. Und was ist da? Ah, ein Propagandawägchen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich schon erklärt habe. Der Präsident von Panau, wer ist er denn? Panay, glaube ich. Ja, Panay.
Er hat überall auf der Insel so kleine Propaganda-LKWs aufstellen lassen, aus denen er die ganze Zeit irgendwas erzählt. Und man, es ist gut, wenn man die Teile zerstört. Das habe ich anscheinend entdeckt, deswegen mache ich hier mal alles. Geht da noch was? Nein, nicht beim Auto. Wenn ich schon dabei bin, kann ich eigentlich auch mal auch gleich mal hier gehen. Die Starterkappe bauen. Haben wir das auch erledigt? Und jetzt werden wir gleich ziemlich hart gejagt. Nein, das schöne Auto. Das heißt jedes Mal. Ja. Ich will dich jetzt nicht so unter mich fahren. Oh, jetzt kommen gleich zwei Hubschrauber, wie ihr vielleicht auf der Minimap sehen könnt. Ich muss mich jetzt schicken, um diesen kleinen Motorradfahrer zu erledigen. Oh, jetzt sollte ich ganz schnell hochziehen. Oh, nix hier weg hier. Natürlich hau ich nicht ab, ich kämpfe natürlich gegen dieses System echt hier. Ich sollte aber nicht in Bewegung setzen, wird immer schon in Bewegung bleiben, weil sonst zerfräsen mich ihre Gatlings relativ schnell. Oh, der erste ist weg, wo ist der zweite? Irgendwo da hinten. Legen wir einen höher und jetzt einen hoch und jetzt seitlich und jetzt. Zerschieß mich nicht, nein, hör auf. Gut. Haben wir es erledigt. Ich hole mir jetzt einfach schnell ein Flugzeug, bevor die da. Die kommen ja ewig, das wird lange dauern, bis ich dann fertig bin. Da haben wir schon beide Berge. Ah, dort ist die kleine Sprungschanze, wo wir von rüber gefahren sind. Ich glaube, ich nehme gleich das kleine Flugzeug. Ich glaube, ich sollte mal schnell weggehen. Oh, das wäre, glaube ich, relativ schmerzhaft geworden. Ich muss mal kurz gucken. Hier gibt es eine Startbahn. Welche nehme ich denn? Hallo, F1? Wo? Oh. Jetzt wird fast sagen, die hier. Okay, hätte ich auch gesehen von hier. Wow. Schön bremsen, dann bin ich nicht zu schnell in die Kurve gehen. Die Erde. Deine Hanswurst. Kann ich mit dem Flugzeug eigentlich fahren? Nee. Oh, doch. Und das jetzt. Mit der Tragfläche. Mitgenommen. Ja, bremse. Bisschen Schub. Ein bisschen nach links. Vorsichtig. Ausrichten. So, sind eigentlich schon gerade. Jetzt markieren wir uns noch das Ziel der Reise. Der weiße Tiger, von dem wir ja schon reichlich gehört haben. Und geben einfach Vollschub. Solange es jetzt kein Auto da vorne reinfährt, passt alles. Ach nee, da ist kein Auto. Mal kurz gucken, wie viele Kilometerchen das sind. 10 Kilometer, da sind wir eine Weile unterwegs. Also ich habe mich auch entschlossen, jetzt nicht so einfach die Exfiltration zu nutzen, weil wir sonst... Also ich könnte theoretisch gesehen... Ah ne, das ist ein bisschen schlecht. Okay, ich zeige es euch gleich nochmal, wie ich da bin. Ich könnte theoretisch den Schwarzmarkt aufrufen und mich da mit dem Hubschrauber ausfliegen lassen. Wohin ich will und so. Oh, Nachrichten. Gerüchte, dass sich der als Weißer Tiger bekannte Terrorist und Serienmörder in der Hauptstadt aufhält, wurden vom Chef der Polizei dementiert. Der Weiße Tiger ist ein Mythos, so der Polizeichef, der im Falle seiner Verhaftung standrechtlich erschossen wird. Auch die jüngsten Gerüchte über Unruhen in Panama City entbehren jeglicher Grundlage. Nee. Wir waren es nicht. Wo war ich? Genau. Und ich würde, ehrlich gesagt, lieber... alles per Auto, Flugzeug, Hubschrauber, Boot, Heißluftballon, Fahrrad gibt's nicht, Motorrad machen und nicht mich irgendwo hinfliegen lassen, weil es einfach lustiger ist. Und weil man... Ja, habe ich mitbekommen. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle Banden gehört. Irgendwas wollte ich sagen, weil die bringen mich immer so dran. Ja, okay. Ja, eine Staustufe. So, hört man ja jetzt komplett wieder in die Luftabwehr und ich bin wieder Finito. Nein, doch nicht. Okay, ich versuche jetzt mal was etwas Riskantes. Hüpfen wir hinaus.
Wow. Das war mal kraftvoll. Ah, Tankstelle. Tankstelle immer gut. Und wir sind hier eindeutig in einer Wüstengegend. Also nicht die Wüstengegend, sondern eine Wüstengegend. Ja, wir sehen die Spritpreise hier. Spiegelt. Ja, wenn noch da stehen wird, was ist es, könnte ich. Also, was willst du?